Es schmeckt nach frischer Bergluft, nach Tannenholz, nach Blumen, nach Kühen. Wo sind wir eigentlich? Dorfgespräch Grindelwald. Geschichten aus den Schweizer Alpen. Hallo und herzlich willkommen zum Dorfgespräch Grindelwald. Heute schon mit der 5. Folge von diesem neuen Videopodcast von Grindelwald für Grindelwald. Das heisst, wir besuchen jeden Monat eine spannende Persönlichkeit und reden mit ihr über Themen, die das Dorf bewegt. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen geben, wollen Geschichten erzählen, die du so vom Dorf vielleicht noch nicht kennst. Und wir machen das nicht irgendwie in einem Studio, nein, wir nehmen unsere Kameras, unsere Mikrofone und gehen zu den Leuten her. Heute sind wir auf der Alp Wergistal bei Marianne Egger. Wir, das heisst, ich bin Fabio Zand, der Moderator vom Dorfgespräch, der Ungerländer, der Berner. Immer an meiner Seite mit dabei der Bruno Hauswirt, Tourismusdirektor. Er ist der Kenner der Region, die Stimme vom Tourismus und bringt den Blickwinkel vom Tourismus ins Gespräch. Bruno, schön bist du da. Ja, merci, darf ich wieder da sein. Schön. Besser hätten wir es nicht können haben heute. Nein. Es ist sehr schön. Marianne Egger hockt neben mir hier auf dem Bänkli vor der Alp. Sie ist 50, Mutter von 2 Kindern, verheiratet und ist Biobäuerin hier in Grindelwald. Marianne, schön, dürfen wir hier bei dir auf der Alp heute ein Besuchchen machen? Ja, schön, seid ihr da. Es hat wirklich jetzt hier gut gepasst. Wieso hat es gut gepasst? Ja, weil es gestern soll regnen und morgen soll es regnen. Also, so gesagt, hat mein Bauer nicht gemäht. So gesagt, muss ich heute nicht rächen und ausmähen. Und so können wir gemütlich hierbleiben. Und das ist nicht gegen so. Meistens, wenn es sonnig ist und warm ist, dann gehen wir am Morgen nach dem Melken gehen wir, ins Tal, weil dort nachher eben die Hellernte ansteht. Genau, es ist ja so, als Alplerin ist es schwierig, mal 3-4 Stunden irgendwie Zeit zu finden. Aber ich bin froh, hast du das für uns jetzt gefunden. Heute, Marianne, wo ich mit dem Bruno geredet letzte Woche, wo wir uns vorbereitet haben auf heute, hat er gesagt, Fabio, ich habe Marianne noch nie im Fall in meinem ganzen Leben schlecht gelaunt gesehen. Ich kenne das schon viele Jahre, aber wirklich noch nie schlecht gelaunt. Ja. Eine Frohnatur. Ja, schon mein Art. Ich tue schon gerne lachen und habe es gerne gut und sehe eigentlich das Leben sonst schon meistens positiv. Das ist ja so. Ja, aber es ist ja so. Ich habe wirklich noch nie irgendwie, und wir kennen einander ja für feine Rast, ja, noch nie einen Tag gesehen oder gehört, dass du jetzt nicht irgendwie gut wärst drauf gewesen. Frohe Natur, wirklich, ja, in manchmal Person. Manchmal ist es einem schlechter gegangen als auch besser, aber diese Umstände hat es halt manchmal schon gegeben. Aber in der Regel ist man gern gut gelaunt. Auch Bruno, halt? Meistens. Ja. Nimm doch uns mal mit hier auf die Alpen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt zuhören und nicht zuschauen. Man kann ja auch den Podcast schauen. Für die, die jetzt zuhören, wo sind wir? Wie sieht es aus? Wie viele Kühe? Du uns mal ein bisschen mitnehmen. Mhm. Ja, wir sind hier auf der Alp Wergistal. Das ist eine von 7 Alpen von Grindelwald. Und wir sind momentan jetzt im obersten Lager. Wir ziehen einfach je nach Gras ziegeln wir mit den Kühen. Und wir heisst eigentlich, wir sind hier 4 Zentum, wie man sagt. 4 Familien, nicht gerade Familie, aber 4 Zentum, die Kühe haben. Die einen haben 50, die anderen haben 22 und dann sind 2x 18. Wir hier haben eben 18 Kühe. Und wir gehen hier auf die Weide holen. Am Morgen melken wir die. Nachher tun wir die Milch, die wir nachher nicht verarbeiten hier, wie unsere Nachbauern, sondern wir melken unsere Milch in einen Tank melken. Und alle 2 Tage in die Eigermilch bringen. Das ist unten im Dorf? Das ist unten im Dorf, genau. Wie hoch sind wir hier? Wir sind hier 1800 und wir sind hier in der Mitte eines schönen Arvengartenwald, wo auch das Skigebiet ist, wo im Winter die Piste neben unseren Alphütten vorbeigeht. Und unsere Kühe sind jetzt voll im Skigebiet am Weiden.
Und dann geht die jeden Tag geht die weiter fort von der Alphütte. Also wir müssen sie wie... Wie lange musst du laufen? Am Morgen wird die Ziege erst holen, zum Teil. Der zweiteste Weg, ja. Noch vor dem Morgen. Es gibt da 2 Stunden Spaziergang. Nein, nicht gerade. Wir tun uns auch ein bisschen gebig anreisen. Wir machen einen Nachtweide, dass sie nicht gerade bis auf die Scheidecke gehen der Nacht. Sonst ging es das natürlich. Aber wir tun sie auch ein bisschen einhaken, dass sie spezifisch dort weiden, wo wir wollen, dass sie das putzen. Weil wir ja, die Weide ja intensiv und gut nutzen wollen, das Gras fort ist, dass eben im Winter nachher der Schnee auf das kurze Gras geht und nicht nachher Lawine ausreißt in dem Sinn. Mhm. Und am Morgen ist 20 Minuten und am Abend ist 2 Stunden. Ah, eben 2 Stunden. Ja, eben, ja, wenn man so hier jetzt eben als Wanderer oder Wanderin vorbeikommt, und ich als Städter, dort sieht man die Alpen und die Kühe und das ist ein Paradies. Und wer schon mal live einen Alpsommer gemacht hat, und das habe ich mal gemacht, in Dümmien, habe ich mich für das entschieden. Und da kommt man recht auf die Welt. Es ist extrem anstrengend und hat nichts, ehrlich, ich sage es immer, man tut es ein bisschen verromantisieren. Wie siehst du das, Marianne? Ja, es wird sicher schon viel von Romantik geredet, aber ja, dem kommst du noch gleich eins drüber. Du musst viel laufen, du bist dem Wetter ausgesetzt, oder? Wir haben jetzt auch viel Komfort gegenüber früher. Wir haben Strom, wir haben ein warmes Stäbli, wir haben ein WC, aber trotzdem hast du nicht gerade wir gehen ab 4 Gruppen, wenn wir an die Wärme wollen, halt sitzen. Dann musst du an die 4 sitzen, sonst gehst du halt ins Bett. Der Komfort wie unten hast du halt hier auch nicht. Und nachher musst du mit diesen Tieren, bist du halt, die Tiere geben dir den Rhythmus vor. Und manchmal geht es dir eben nicht so. Vielleicht hast du von 18 Kühen, findest du nur 16. Dann musst du halt Neues ausrücken und dann musst du die anderen 2 noch suchen, weil die sind dann vielleicht am Nord unter den Arven. Und nachher gehst du noch eine Runde und nachher bist du erstens musst noch laufen und zweitens bist du später. Und das sind dann so Sachen, die man dann eben nicht sieht. Aber sicher gibt es auch Momente, wo es schon noch romantisch sein kann, wo du kannst sagen, also, jetzt nehmen wir doch am Abend, sind wir zu rechter Zeit, jetzt nehmen wir noch alle zusammen eben ein Bierchen mit den anderen Alplern zusammen oder jetzt gehen wir eins auf die Schäden, geht's Nacht. Das gibt es also schon noch. Aber der überwiegend, so wie ich das wahrgenommen habe, ist wirklich einfach früh aufstehen, viel bügeln, viel laufen und spät kaputt ins Bett. Und ich habe wirklich, glaube noch nie in meinem Leben so beissen müssen wie dann die 2,5 Monate auf der Alp. Bruno, bist du auch schon mal auf der Alp mithelfen? Ja, als Schulbub natürlich auch, aber gerade diesen Teil oder, die Kühe suchen und zutreiben, das ist natürlich... Ich bin froh, muss es im Augenblick nicht, ich weiß nicht, ob ich es körperlich noch machen könnte. Ja. Ist ja schon noch streng, oder? Du musst ja den Zeug noch. Aber ja, ich denke noch, ist natürlich oder von unseren Gästen eine idealisierte Vorstellung vom Alpleben. Man sieht natürlich eben die schönen Bilder und alles drum und dran mit den Produkten, oder, die gemacht werden, mit dem Draussensein, mit dem Schönsein, mit dem Schönhaben. Das ist die eine Seite, aber sicher nicht die ganze Seite. Oder? Genau. Es hat ganz sicher eben schon noch viele Seiten, also viele schöne Seiten. Wenn wir am Abend eine, oder im späteren Nachmittag da einen Eigergletscher geben und nachher oben anlaufen, das ist halt wie, wir gehen halt weniger wandern. Wir tun das mit dem Kiereichen, tun wir das so zusammen verbinden ein bisschen. Ja, eben, wenn du auf der Alp bist, bist du ja nicht mehr wandern, bist du ja die ganze Zeit schon am Wandern. Genau. Und für mich ist das jetzt so mein Fitnessprogramm. Wie viele Stunden schaffst du da, Marianne, jetzt so einen Standardtag? Ja, wir stehen 5 Uhr auf und nachher sage ich, gehe dann schon früh ins Bett, wenn ich kann. Was heisst früh? 8:30, 9:00,
Wenn ich kann, gehe ich schon liegen. Aber hast du dann bis um 8 Uhr gearbeitet? Ja. Ja, aber ja. Voilà. Das ist natürlich, wenn man ja. das mal erleben kann, so etwas, wie, von wo kommt ihr Unterstützung über? Also habt ihr, ihr seid eine Familie mit zwei Kindern, ja. kommt da noch jemand helfen? Oben? Ja, wir haben schon noch Helfer, die kommen. Wir haben Grosseltern, die uns unterstützen daheim. Wir haben aber auch manchmal Leute, die in die Ferien kommen, die uns manchmal einfach nur kommen, helfen zu erreichen. Und das hilft schon viel. Dann kann vielleicht eins muss eben nicht erreichen, dann kann das vielleicht daheim bleiben. Und manchmal bleibe ich dann auch im Tal, wenn irgendein Helfer spontan da ist. Und bleibe eins daheim im Haushalt oder so. Oder so haben wir schon ab und zu uns noch Helfer. Ja, ja. Aber eben, genau, man ist ein bisschen auf Helfer angewiesen und das liest man ja auch ein bisschen in den grossen Zeitungen. In der Stadt eigentlich, hey, es hat wie auch überall viel Fachkräftemangel und das auch auf der Alp. Und etwas, was ich gemerkt habe, was ich auch im Kollegenkreis, was ich selber auch erlebt habe, ist, eben mir steht jetzt, oh, das ist so schön, ich gehe mal einen Alpsommer machen. Und dann bist du dort oben und nach zwei, drei Wochen merkst du, oh, das ist wirklich halt viel strenger, als man gemeint hat. Ich gehe nach zwei Wochen denke, du, Febu, du, Tobu, ein zweiwöchiges Praktikum hat es auch gemacht, Ferien auf dem Bauernhof. Aber nein, jetzt musst du noch durchziehen, zwei Monate, dass du viel falsch hast und nicht davon laufen. Hast du das auch schon bei euch oben? Nein, das haben wir nicht gehabt, aber unsere Situation ist hier geht es ein bisschen anders, weil wir keinen Käse, wir die unsere Milch nicht selber nicht verarbeiten. Mhm. Oder? Und durch das ist unser Alltag an der Alp ein bisschen einfacher. Und wir haben das eigentlich auch als Ziel gehabt, sofort Käse zu machen. Aber wir haben dann gemerkt, dass wir eben ohne die Verarbeitung, dass das Familie intern eben ringer geht. So sind wir zum Mittag alle unten und so muss niemand in den Speicher und da alltag gehen wir mehr Käse kehren und Käse schmieren, was eben auch sehr eine grosse Arbeit ist, mhm. oder? Und schwere Arbeit und auch, ja, je länger der Sommer ist, je mehr Käse da sind. Und so ist unser Alltag natürlich wird da viel erleichtert. Mhm. Aber jetzt wollte man aber nicht nur sagen, wie streng das ist. Was ist denn schon das Schönste? Du hast gesagt, eben, wenn man auch mal ein bisschen eben im Archenwald wandern oder jemand, wo du jetzt müsstest sagen, schau Fabio, trotz allem, es ist streng hier oben und wir haben lange Tage, aber ich möchte sie missen, wegen was? Genau, für mich ist, wir sind jetzt der 7. Sommer erst an der Alp. Wir haben vorher unsere Kinder auch die Alp gegeben und nachher sind die Hütte von meinen Eltern frei geworden und dann haben wir die übernehmen. Für mich ist das eine zusätzliche Aufgabe und Mehrarbeit, jetzt selber zu Alp zu gehen. Aber ganz klar ist für mich auch gleichwohl etwas sehr Entspannendes, weil wenn ich am Nachmittag unten fortgehe, dann bin ich nachher wie in einer anderen Welt. Dann gehe ich unter Umständen gehen wir mit dem Zug auf die Scheidegg, laufen dann zu diesen Kühen. Ich sehe, ich bin in der Pflanzenwelt, ich bin draußen. Ich kann mit diesen Kühen dann zur Alphütte laufen und kann die melken. Und das ist für mich etwas Schönes. Mhm, mh. Das ist für mich, ich bin nachher hier. Ich habe unter Umständen nach dem Melken, wenn ich gewaschen habe und geputzt habe und mir zu Nacht habe, kann ich noch etwas lesen. Und das mich muss unten machen, ich das nicht so. Unten ist der, ja, gehst du eher noch, weißt du, seltische Garten oder was du auch gerne machst. Aber hier setzt du die eher eins noch und tust ein Buch lesen oder eine Zeitung lesen oder so. Und jetzt haben wir hier Verkehr am Berg, weil ja, mein Auto habe ich falsch hergestellt. Ja, muss ich mein Auto umparkieren? Es tut mir leid, es ist mir leider noch nicht in sich gekommen, dass wir das Auto dann stellen. Gut, wir machen den Podcast um 10 Sekunden kurze ja. Werbepause. Machen. Der Bruno kann einen Witz erzählen. Ich tue das Auto umparkieren. Jetzt musst du das Verkehrsmanöver machen. Sorry.
Eigentlich hätte ich es gesehen, aber ja nur. Du musst Sammy fragen, woher du das sollst. Ja. Sieht gut aus, Fabu. Du! Hoppla! So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich jetzt, es hat darum eine Zufahrtsstrasse und der Städter hat natürlich genau dort das Auto abgestellt, dass er alles aufstellen kann. Bruno zieht sich ein bisschen durch das Dorfgespräch. Einmal kommt es gewittern, einmal hat der Fabio irgendwie das Auto. Das ist der Fehlerausch. Der Fehlerausch, den wir haben, etwas ist. Genau. Und jetzt haben wir so wieder gehabt. Aber eben, das ist eben, wenn man zu den Leuten hergeht in irgendeinem Studio, dann passieren so Sachen. Jetzt habe ich da irgendwann nebendran parkiert und jetzt kann das weitergehen mit unserem Gespräch. Marianne, du hast gesagt, du bist dran gewesen. Du, wie man da herkommt, wow, der Bruno, der Tourismusdirektor, er sieht heute ein bisschen verschwitzt aus und auch nicht so, wie sonst so schön geschniegelt und mit dem Hemmli. Muss ich sagen, Bruno? Bitte, nicht gut. Nicht du siehst immer noch gut aus. Wie so Hemmlifeld, gell? Ja, wow. Der schöne Kragen. Du bist heute mit dem Elektrovelo hochgekommen. Ja, der Biodirektor? Wirklich? Ja, nein, so weit möchte ich nicht gehen. Aber ich nehme die Gelegenheit schon wahr, wie es Möglichkeiten gibt, dass ich auf das Velo steigen und dann irgendwo. Und heute hat sich das natürlich hier wirklich angeboten, dass man hier hochkommt. Wie lange hast du gehabt? Ich mache das auch sonst. Ich bin viel mit dem Velo unterwegs. Ich habe jetzt im Augenblick dieses Jahr etwa 600-700 Kilometer gemacht. Aber natürlich nicht nur hier. Also, wenn man das ist schon zu. Aber eben mit dem Elektrovelo, wie lange hast du jetzt von hier da rauf? Ja, nicht lang. Ja, du bist natürlich ein Sportskanone. Natürlich. Aber sonst kann man auch mit dem Bändchen auf J-Deck und nachher tut man eigentlich dort näher so hier runter. Genau, das wären die andere Möglichkeiten. Ablaufen. Bruno, es ist genau, wenn man sich so vorstellt, du hast es vorhin angesprochen, eine schöne Alphütte mit einer Schweizer Fahne, draussen Kühe, Alpkäse. Das alles ist ja so klischeehaft schweizerisch mit der Schweiz verbunden. Und auch ein Grund, wieso Touristen eigentlich hier in die Schweiz kommen, auf Grindelwald kommen. Wie fest spielt Grindelwald die Karten aus? Oder wie fest tut man noch das fördern? Also Grindelwald ist in dieser Beziehung von mir aus gesehen von den ganz grossen Destinationen, von den bekannten Destinationen, aus meiner Optik wirklich eine Ausnahme, weil die Alpkultur, die Landwirtschaft, die ist echt, oder? Die Alphütte, die Arbeit, die da gemacht wird, das ist echt, das ist nicht irgendwo künstlich. Oder es sind andere Destinationen, wo das praktisch erodiert ist, wo das gar nicht mehr existiert in dieser Art und Weise. Das ist ja so. Aber hier, ich sage jetzt, ich rede von den ganz prominenten Orten, ist das eben schon noch sehr präsent und wichtig. Und für uns natürlich aus vielerlei Hinsicht. Also ich will es nicht nur gerade auf das reduzieren, ist in vielerlei Hinsicht natürlich ein Mehrwert für Grindelwald, den wir dort natürlich auch gegenüber unseren Gästen können platzieren können. Ja, Maria, eben, das ist jetzt überspitzt, in anderen Tourismusdestinationen ist es ein bisschen Disneyland, man tut noch vielleicht einen Alpabzug inszenieren, hier ist es wirklich noch ein Alpabzug und hier, wie ist die Landwirtschaft in Grindelwald, wie ist die verankert, wie viele Landwirte gibt es? Hier gibt es die meisten Landwirte aus Grindelwald machen noch produzieren Milch, die im Sommer sicher überkommen Käse, machen Käse, aber es gibt auch, da sind circa vielleicht 60, dann gibt es ein paar Bauern, die haben Geiss und Schaf und dann gibt es noch ein paar, die haben Mutterkühe. Mhm. Und das total sind das so sicher noch fast gegen 100 Betriebe an Grindelwald gleich noch. Mhm. Und der eine hat vielleicht nur 5 Kuhlen, der andere hat 20, aber doch sehr vielseitig und noch und das ist sehr wichtig, dass das noch vielseitig ist, dass es eben auch Bauern gibt, die noch Geiss haben, die noch Schaf haben, weil die auf den Alpen einfach eben auch sehr wichtig wären. Ja, und ja, die Landwirtschaft im Tourismusort ist sehr, sehr wichtig, habe ich auch das Gefühl, weil ich mir vorstelle, wenn die Landschaftspflege nicht wäre, dann hätten wir ein ganz anderes Bild, mhm. Oder? Ja. Dann hätten wir Skipiste, die nur in den Wald gehen. Und überall fängt es an zu verbuschen, weil einfach Erli
und Birke wachsen. Und das nur schnell zum Verständnis, weil für euch ist das vielleicht klar, für ich als Städter das müssen lernen, wo ihr gemeint die Berge gesehen aus, wie sie halt aussehen. Und da sind immer die Matten sehen so schön aus. Und da. Aber nein, weil du hast mir vorhin gesagt, Marianne, das ist eine Weiden- und Alpenpflege, wo du als Bäuerin bist verpflichtet, pro Kuh 8 Stunden, ist, oder hast du gesagt, genau, in Alpenpflege machen. Also sei das zum Beispiel Hasle, wo, Haselbäume, die sehr wuchern und nachher werden die innerhalb von ein paar Jahren alles überwuchern, die schneiden. Oder eben Tischeln, wo du am Nachmittag hast gesagt, gehst du noch Tischeln schneiden. Dass das eben so aussieht. Eben Bruno, das ist, ich als Städter habe das nicht gewusst, dass das Pflege ist. Ja, es ist, überhaupt, das muss ich auch noch gerade sagen, ist natürlich super, im Gegensatz zur Marianne, die da ja die Ausbildung hat dazu. Sie kennt ja jedes Gräschen, wie das heisst. Da bin ich wirklich ganz schwach. Ich hoffe, beim Quiz nachher können wir kennen irgendwie botanische Fragen, weil da hätte ich dann keine Chance gegen dich. Aber es ist wirklich so, oder auch die Geste, nochmal das einfach zu unterstreichen, es entspricht halt schon dem Idealbild. Das ist schon das Bild, wo man ja gegen aussen irgendwo wo die Erwartungen sind vom Gast auch, eben auch gepflegte Naturlandschaften. Und das ist am Schluss, denke ich, halt sicher auch mit das grösste Gut, das wir haben hier. Auch das Grindelwald, oder? Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Es entspricht hier oben dem Idealbild und das tut es auch nur, weil eben die Pflege da ist, oder? Mhm. Ja, weil gell, im Sommer sind ja die Tiere nicht im Tal. Im Sommer sind alle Tiere, die im Tal wären, an der Alp. Sei es jetzt eben irgend in einer von diesen 7 Bergschaften, sei es auf First oder Männlichen oder hier kleine Scheidegg. Und alles Gras, das unten ist, wird 2-3 Mal gemäht. Und da wird am Strassenrand schön gemäht und geputzt, für dass das schön grün aussieht. Weil wenn da nicht gemäht wurde, dann wäre das gelb, dürr. Und ja, da gibt es absolut ein anderes Bild. Manchmal sieht man das, wenn man dort ins Unterland geht. Ja, wie es dort aussieht. Oder im Tessin. Ja. Tessin ist jetzt so ein Beispiel, oder? Wo ja ganze Täler entvölkert sind schon fast, oder? Wo dann siehst, wie schnell das geht, wie das eigentlich wieder Wald dort übernimmt. Genau. Wir sehen das jetzt hier auch zum Beispiel. Mich schockt das extrem. Also, wir geben eben die Tagwarnstunde, die Alpbauern im Tal müssen machen für ihre Tiere. Das ist, wie heisst das? Die Tagwanne. Jeder Bauer, der ein Tier auf die Alp geht, muss Alpstunde machen für die Alp, für eben Landschaftspflege, Weiden putzen, so dass wir Gras haben und dass wir nicht in ein paar Jahren einfach nur noch Bäume haben und Busch für unsere Tiere. Und da kannst du alle 2 Jahre auf den gleichen Bitzen zurück, dann sind diese Studie um mich gewachsen. Und ob das jetzt ist, auch mit der Klimaerwärmung oder nicht, aber es ist ganz verrückt, wie das Zeug eben schnell wächst. Und darum ist das sind diese Stunden sehr, sehr wichtig, dass man tut, die Bäume schneiden, dass die Kreideln eben wachsen können, dass die noch Licht haben, dass wir Gras haben für die Tiere. Und auch eigentlich, ja, im Prinzip sehe ich muss ja dann auch dort, wo wir dann eben die wandern oder die Skifahren, dass man dann freie Bahn hat und nicht irgendwo im Wald ist. Mhm. Aber eben die, eure Aufgabe nicht nur eben Kühe und Käse und so, wie man das sieht. Nein, Alpenpflege auch ein ganz wichtiger Teil. Wisst ihr das, jetzt, wenn man schaut, wird das eben, der Gedanke, es würde es niemand mehr machen, dann würde es ja irgendwie alles verwildern. Wie ist das, ist das abnehmend? Kommen immer weniger Alpen? Hat er weniger Familien oben? Oder bleibt es konstant? Wie ist das so in den letzten, sagen wir, 20, 30, 40 Jahren gewesen? Ja, ich denke, der Trend ist schon da, dass viele Leute zur Alp gehen. Aber das Problem ist sicher, manchmal, dass sie eben nur einen Sommer kommen. Und das ist
absolut auch recht. Aber das ist wie bei jedem Job. Wenn jemand noch das zweite Mal kommt, ist es gängig, oder? Ja, Marion, du hättest mit einem, der genau das gemacht hat. Ich bin ein Sommer auf und gesagt, nie mehr wieder. Ja. Das war nicht so streng. Ich tue lieber hier auf dem Bänkchen hocken mit Marion und plaudern. Nein, im Ober kommt sicher schon auch Leute. Die Leute suchen, überkommen Leute. Aber es ist dann manchmal eben schon. Und es gibt auch schon, die das Handtuch gleich eins noch werfen und um hier davon gehen. Und es kommt gerne, wenn man das einfach nicht kann und nicht will, dann, wenn man das zusammen abspricht und um hier geht, ist das ja eins. Aber einfach nicht von einem Tag auf den anderen. Da wird der Menge Alpler Alben Anfang Saison kehrt man schon brutale Geschichten, dass er dann einfach von einem Tag auf den anderen einzig ist mit Kiehreichen, mit Milchverarbeitung, mit Käseputzen, mit Misten, mit allem. Oder? Und das gibt für Menge ganz, ganz hart Saisonstart Alben. Und dann gibt es ja, das habe ich gehört, das Notfall-Alpentelefon. Jawohl, wo genau. Man probiert kurzfristig noch Helferinnen und Helfer zu vermitteln. Genau, das Alpafon, das ist ganz cool. Wir kennen hier auch Frauen, die hier dabei sind. Und die, die gehen einfach dort, wo am meisten Not ist, wollen die helfen. Weil es gibt ja nebst dem, dass die Leute vorlaufen, gibt es wirklich auch Aufhälle, oder? Was dann, ist, dass Leute um hier ersetzt werden müssen. Ja, also da hat Menga ganz sicher brutale Momente. Aber es ist eben darum ist schön, wenn man halt sich probiert, mit Leuten, vielleicht, die man schon kennt, sie zu motivieren, für eins zu helfen oder eine Saison zu machen. Aber wissen, wie sie sich dann da tut und halt da, gell, du bist dann zum Teil auf engem Raum, das kommt dann auch dazu. Das ist dann auch noch etwas, was du manchmal nicht planen kannst. Ob die Physik zwischen uns zwei passt oder nicht, oder? Bei uns würde sie passen, Marianne. Vielleicht schon, hä? Darum könnten wir zusammen die Alpen. Aber ich war leider schon einmal. Du machst schon ein schlechtes Bild, dass du nie mehr gehen willst. Nein, eben, das ist natürlich. Aber ich mache, es ist also, überhaupt so kein schlechtes Bild. Schon nicht. Es ist wunderschön. Also, ich habe wirklich auch wunderschöne Zeit erlebt. Aber ja. ich bin ein Mensch, der gerne mit Menschen arbeitet und mit kommunikativ und wo ich halt gesagt habe, ja, mit Kühen und so, da hat es mir noch gefallen. Aber wenn ich stundenlang musste zunehmen oder Büschli rupfen oder für mich allein irgendwie holzen, also, das hat mir einfach nicht so entsprochen. Und ich habe wirklich zum Teil, ich glaube, in der zweiten Woche habe ich meine Finger nicht mehr gespürt, weil ich als Städter, ich bin Weiche, ja, es ist jetzt einfach so, ich bin Städter, Weiche, wie man es vorstellt. Und dann habe ich mit den Hängen arbeiten. Habe ich meine Finger nicht mehr gespürt. Dann am nächsten Morgen habe ich das am Morgen erzählt, ich spüre meine Finger nicht mehr, Ueli. Und dann hat Ueli mich angeschaut und gesagt, es werkt, es gefällt mir. Kein Mitleid, gar nicht. Aber eben, nein, also ich will es überhaupt nicht irgendwie, aber nein. Einfach nur realistisch darstellen, ja. Aus Städtersicht. Aber gell, am Schluss muss ich auch sagen, meine Landwirtschaft ist ja der DNA der Schweizer Bevölkerung auch, also jetzt so meine Familie. Ich bin die zweite Generation, die nicht Landwirtschaft betreibt. Ich meine, mein Grossvater, der war auch Landwirt gewesen, und zwar jahrhundertelang, oder, die Familie, die wir hier haben. Mein Vater war der Erste, der nicht Landwirtschaft oder nicht mehr Landwirtschaft ist tätig war. Und das ist sicher aber schon auch etwas, was natürlich in den letzten, eben, wie du sagst, Jahrzehnten schon ging mehr hat zugenommen. Das hat halt eine Industrialisierung, die hat stattgefunden hat, oder die Dienstleistungen, die jetzt länger sind, mehr sind im Vordergrund gestanden. Aber ihr DNA, oder von den Schweizer, oder jetzt insbesondere von der Grindelwald, hier jetzt Grindelwald, ist das halt irgendwo drin, oder? Man fühlt sich ja schon auch stark, sehr, sehr stark verbunden hier mit der Landschaft, mit den Traditionen. Und die werden natürlich so zum Glück auch weiter erhalten und natürlich auch Produkte, die er produziert, die man nachher in einem Laden wie hier unten in Grindelwald oder im eigenen Laden auch kaufen kann. Und wo man auch merkt in den letzten Jahren, oder die Zuneigung zu eben biologisch produzierten Produkt natürlich auch grösser geworden. Auch wenn die Preise vielleicht ein bisschen höher sind. Aber der Kunde oder der Gast ist schon bereit, das zu zahlen. Spannendes Thema Bio. Du bist Bio-Bäuerin. Da kommen wir näher gerade dazu. Zuerst möchte ich eine kurze
Sequenz Zwischenruf aus dem Dorf, unsere Rubrik, die wir immer haben, wo wir auf Instagram, Social Media gefragt haben, Grindelwalder. Was habt ihr für Fragen für Marianne? Wir haben die aufgeschrieben und haben die da rein. Jetzt darf ich dich bitten, wahllos eine Frage zu ziehen, vorzulesen und zu beantworten. Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Ich denke, etwas sehr Positives, was mir gefällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass unsere jungen Leute heutzutage viel mehr zur Landwirtschaft verstehen und zum Urchigen. Ich habe das Gefühl, wie meine Kinder, sie gehen jodeln, die schwingen, haben Freude mit den Kindern umzugehen und die das auch, die Bilder auch posten und zeigen und dürfen da dazu stehen. Und da habe ich so das Gefühl, gegenüber, wo ich bei Kind war, hat sich das ein bisschen sehr verändert in der Landwirtschaft umher. Und das freut mich. Da habe ich Freude. Wenn ich sehe, meine Jungs, wie viel urchiges Umfeld, dass die haben und das eben umher leben. Und gleichwohl daneben kannst du eins noch Popmusik hören oder eben in einer Disco tanzen. Und das ist das, was mir an der heutigen Jugend was mich tut, das hat sich verändert. Auf das Positive. Ja? Super. Nächste Frage. Wie viele Stunden arbeitest du pro Tag? Kann man euch mal auf der Alp besuchen? Also die Stunden haben wir ja, das sind auch 12 Stunden pro Tag. Kann man euch besuchen? Ja, ich kann man besuchen. Man muss einfach, wir sind eben nicht, wie muss eben, das ist so manchmal das Bild, wenn man auf der Alp ist, dann ist man auf der Alp. Und das ist eben hier bei uns nicht so. Erstens, weil wir eben halt Milch abliefern und nicht Käse, sind wir halt dann manchmal nicht so lange an der Alp. Aber wie unsere Nachbauern sind die drei, die jeden Morgen Käse herstellen. Und von dem her haben wir gerne Orte, wo wir unsere Besucher auch nachher sagen können, ihr könnt doch zu diesem und zu jenem schauen. Darum kann man das auf alle Fälle kann man uns besuchen. Und wenn man wollt gucken, wie jemand Käse tut, gehen wir zu den Nachbauern. Bruno, hat es eigentlich ein touristisches Programm, das dir das noch anbietet, so Käse-Alpentouren? Jetzt im Augenblick ist vor allem auch ein Stässeboden dann, oder auf der anderen Seite, Bussalp-Seite, wo man zu den Geissen kann. Und das ist am Schluss sehr, sehr ein populäres touristisches Produkt, das man dort hat. Super. Jetzt ziehen wir noch eine weitere Frage aus dem Dorf. Was hast du auf deiner Wunschliste? Was möchtest du einmal noch erlebt haben? Achtung, wie gelacht! Das ist gut. Jetzt bin ich gespannt. Also, ja, ich habe wirklich auch noch Wünsche. Ich möchte eins noch auch zu einem Bauer arbeiten, aber liegt in einem anderen Klima. Ich möchte eins noch auf ein Rosenfeld oder auf ein Lavendelfeld und Oliven lesen. Oh! Ja, Lavendel, also, Frankreich. Lavendel ist Frankreich oder Portugal oder Spanien. Ich träume so gerne noch so von. Ich weiss, dass das nicht nur schön ist, wahrscheinlich, aber vielleicht könnt ihr ab und zu einen Tag ans Meer und dann umher Lavendel ablesen oder Rosenblätter ablesen. Oder Oliven. Und Weinpool ja, zum Beispiel? Ja, könnte man auch. Aber bin ich schon gewesen, das ist eben nicht ganz ohne Wein ablesen. Ich weiss schon, aber darum hier möchte das ich... Das hast du so wie ich auch nur eine Saison gemacht? Ja, nur eine Woche, ja. Und wir gehen uns darum um das Endprodukt. Ja, das schon. Ich denke es schon. Ich sehe den Vorteil der. Ich bitte. Möchte einfach jetzt so auf ein duftiges Feld eins noch gehen und ja... Gut, wenn jetzt jemand zuhört, dass das Lavendelfeld hat und noch jemand die anstellt, Marianne wäre verfügbar. Ziehen wir eine weitere Frage aus dem Dorf? Eine lange.
Wie siehst du die Verbindung zwischen der Alpwirtschaft und der Gesamtwirtschaft der Schweiz, insbesondere im Kontext der Globalisierung und der lokalen Ernährungssouveränität? Oh, leck mir, das ist der ja. Komplexe. Wie siehst du die Verbindung zwischen Alpen und der gesamten... Ja, eben, ich denke, es ist ganz klar, wenn wir... Wenn es die Alpwirtschaft nicht mehr gibt, dann, haben wir ja schon gesagt, dann verbuscht alles, dann überwächst alles. Dann ist das für den Tourismus ja auch sehr etwas Negatives, oder? Und keine lokalen Produkte mehr, nachher, wo irgendwo müssen die Essware herkommen, die lokalen. Genau, nachher, woher, genau, woher geht der Bauer im Sommer mit seinen Tieren? Weil im Feld nachher, oder? Er bringt das Tier im Sommer auf die Alp, damit er unten helfen kann, dass er Futter hat im Winter. Mhm. Also wird, wenn das Tier den ganzen Sommer unten im Tal ist, dann wird er, hat er nicht mehr für den Winter, dann muss er mehr kaufen. Und in der Schweiz ist generell zu wenig die Bauern, die ihr Getreide... Die Getreide herstellen, so, die werden dem schon jetzt sehr locker los. Also es wird schon jetzt importiert, oder? Mhm. Dass man im Winter genug Futter hat. Und das ging einfach gar nicht auf. Da könnten viel weniger Tiere gehalten werden. Es würde weniger Milch, es gäbe weniger Fleisch. Und darum muss man schauen. Und darum dass die... muss das erhalten bleiben. Mhm. Und dass die Anzahl Tiere bleiben, für diese Sachen so zu laufen, zu behalten. Du hast ja auch vorhin gesagt, weißt, es ist so ein bisschen im Trend, oder? Dass man zur Landwirtschaft auch Jugendliche oder die Jugend mehr wieder dazu... für mich ist so ein Teil der Globalisierung, oder? Die Internationalisierung, ich glaube einfach, das ist auf der einen Seite eine Tatsache, das ist ein Fakt, dass das da ist. Kürzere und einfachere Reisezeiten, die wir auch haben. Auf der anderen Seite glaube ich eben gerade auch, durch die Globalisierung Internet ist der Wunsch da, die Besinnung oder, auf die Wurzeln. Mhm. Deswegen glaube ich, das ist schon ein bisschen ein Punkt, dass die Leute, weißt, ein bisschen die Tradition wieder aufleben lassen, vielleicht ein bisschen stärker noch als vor 20, 30, 40 Jahren. Wo sicher im Zusammenhang steht, dass man eher einfach die Wurzeln wieder ein bisschen mehr sucht. Für das muss einfach ein bisschen Besinnung drauf, oder? So, ich würde noch sagen, letzte Frage. Okay. Was magst du an Grindelwald am meisten? Der Kurdirektor. Ja, natürlich, der Kurdirektor. Mag ich sehr gut, aber ich mag auch viele andere Leute. Ich bin halt hier aufgewachsen, ich habe hier gelebt und mir gefällt es, wenn ich halt hier durchs Dorf gehe, dass wir noch einen Kern haben von Einheimischen, die einander kennen. Und das ist Jenna. Aber nachher, vom Bildlichen her, halt, ist schön, dass wir halt eben wirklich noch halt in unserer Alpe haben. Dass wir haben die Möglichkeit, zu wandern auf dem Wanderweg, aber wir haben die Möglichkeit, doch noch, dass wir können wandern können, dass wir auch niemandem begegnen. Und das ist... Ja, schon nur der Ausblick hier, wo wir hier aufschauen, ist einfach absoluter Wahnsinn. In Europa noch die verschneiten Spitzen und Gletscher und... Ja. Ein Traum. Ja, und es gibt schon Leute, die manchmal uns ja auch sagen, ich denke, das sagen so dir ja, siehst du es eigentlich noch? Und Schönheit. Schönheit, weisst du, von dem Panorama, das wir alltag sehen. Mhm. Und da glaube ich, das sehen wir schon noch, wir, die hier wohnen, weil es ist gäng anders. Eins ist weniger weiss, eins ist ja, schwarz und eins ist mit Wolken und eins ist dieser Wetterwechsel drin und so. Und das, die Bilder sind gäng anders und das ist schon schön. Mal. Du bist Biobäuerin? Also ich muss jetzt gerade dich noch ein bisschen korrigieren. Sorry, was habe ich falsch gesagt? Ich bin eigentlich nicht Biobäuerin. Ich bin eigentlich einfach Bio-Bauernsfrau. Weil ich bin nicht ausgebildete Bäuerin, ich bin einfach
der Helfer vom Bauer. Aha, also dann bist du Bio... Bauernfrau. Bauernfrau. So also. Oder Knecht oder Allrounder. Knecht, oder... darf man Knecht noch sagen? Ja, das kann man jetzt ja, nicht also sagen, Grindelwald aber einfach... Man... Ja, ich bin einfach die Frau vom Bio-Bauer. Also, ja. Aber was du hast, ist ein spezielles Hobby und eine spezielle Leidenschaft. Du kennst dich sehr gut aus mit Alpenkräutern und mit Pflanzenheilkunde und hast uns da auch schon ein paar Sachen mitgebracht. Kannst du uns da mal kurz erzählen, wie bist du auf das gekommen und was ist es für eine Welt, wo du dich drinnen bewegst? Ja, meine Welt hat angefangen in den Pflanzen, dass ich Gärtnerin gelernt habe. Und nachher, später bin ich im Alpengarten auf der Scheinigenplatte gelandet. Alpengarten ist wo? Ob Wilderswil. Wo viele Alpen. Ja, das ist der schönste Alpengarten der Schweiz. Er hat 800 verschiedene Arten zu zeigen und werden jeden Tag kontrolliert und angeschrieben. Mhm. Das war ein wunderbarer Platz für die Artenwelt in der Natur eben kennenzulernen. Und mit Namen. Und nachher hat mich du einfach ist weitergegangen, hat mich auch interessiert, warum kann ich denn das und das eben brauchen, warum kann ich Thymian brauchen, warum kann ich Sarnika brauchen. Und so ist dann das zu meinem Hobby geworden. Ich habe nachher später die Möglichkeit gehabt, dass ich in Grindelwald Führung machen konnte. Und dort gleichgesinnte Leute treffen, das war sehr cool gewesen. Blumenwanderung hast du doch gemacht. Blumenwanderung auf First, ja, ja. Der Kollege von uns hat mich da dazu gebracht. Dass und du das selber bist jetzt einfach, weil du dich mit der Pflanzenheilkunde so gut auskennst, nie mehr krank. Du hast für jedes Husten und für jedes... Nein, du hast gesagt, nein, Marianne. Ja. Du hast gesagt, du hast letzte Woche so fest Fieber gehabt, wie noch fast selten. Hat da nicht, was würde man bei Fieber jetzt nehmen? Was für ein Kräutchen? Gibt es da etwas? Ja, da gibt es also etwas. Da wäre eben ein Krautdunde, das aspirinhaltig ist, das ich hätte nehmen können. Ja, den Namen kenne ich. Der gemeine Kräuerling. Fieberling. Irgend weiss ich auch nicht. Nein, Spass, aber du hast jetzt hier... Ich wäre jetzt eher wieder beim Winzer gewesen. Du hast jetzt hier... du hast gesehen, Fabio, du da vor uns auf dem Tisch haben wir ein paar Pflänzchen. Kannst du das auch erzählen, eben die Alpenkräuter? Was gibt es jetzt hier? Ja, es gibt hier ein Riesensortiment Alpenkräuter. Also hier ist jetzt zum Beispiel der Chemie, der da drin ist. Das hier ist das Blümchen, das ist verblüht. Mhm. Und jetzt der Samen tut sich jetzt entwickeln zum Sämli, das man nachher im Gläschen kauft, das eben chemisch. Und das hier ist jetzt zum Beispiel die Schafgarbe, die sehr viel Bitterstoff hat. Für was ist die gut? Bitterstoff ist sehr leberanregend. Also ich kann ein Tee machen mit dieser Geizze? Hier mit der Weisse, ja. Mit der Weisse kannst du ein Tee machen, jawohl. Das ist sehr leberanregend, blutreinigend. Wäre sehr, sehr gesund, ist aber eben manchmal nicht so gerade der leckerste Tee, den man hat. Hier, das ist Johanniskraut, was hier auch geht, wo man auch einnimmt, wenn man ein bisschen mehr Sonne im Herzen hat. Mehr Sonne im Herzen? Ja, das ist so eine Gemütsverstimmungspflanze, aber die tut man besser, das kauft man besser als Tropf. Mhm. Johanniskraut. Aber du tust es selber anwenden, du machst es selber. Ich mache mein Johannis. Ich tue die gelben Blümchen ich sammle, weil sie schön offen sind. Und nachher tue ich die in Öl einlegen. Und dann wird das Öl schön rot. Und nachher tue ich das Öl einreiben, wenn nachher bei Sonnenbrand oder wenn man irgendeine Wunde hat, die zu ist, dass die Haut um schön geschmeidig wird. Ja, das ist wunderbar, Johannisel. Ist etwas super Gutes. Ja. Oh, der Bruno zeigt auf sein Knie. Ja, das wäre genau... Bist du mit dem Velo umgekehrt? Das ist genau so. Nee, bist du mit dem Velo hier? Ja. Jetzt heute bist du umgekehrt? Nein, nicht heute. Ah, nicht heute? aber hier auf dieser Strecke, ja. Oh. Ja. Dann müssen wir da ein bisschen Öl einreiben. Aber verkaufen ist es dann auch? Oder nein, ist für dich? Nein, ich tue momentan tue ich wirklich für mich das Zeug machen und für mich auch das Zeug anwenden. Ja. Ja.
Spannende Geschichte. Eben, ja. Es hat viel zu bieten hier auf der Alp. Und wenn man ein bisschen näher schaut, dann sieht man das eine oder andere Kräutchen, wo man eben vielleicht auch für irgendetwas kann brauchen. Ich würde sagen, wir kommen zum Dorfquiz. Das ist immer der Gast gegen Tourismusdirektor. Drei Fragen an dich, Marianne, drei Fragen an Bruno. Wer mehr Fragen weiss, gewinnt. Jetzt, willst du anfangen oder soll der Bruno anfangen? Du kannst auslesen. Ich fange an. Also, Marianne. Dum-dum-dum-dum, das Dorfquiz, es geht los. Grindelwald hat seit 1972 eine Städtepartnerschaft mit einem anderen Bergdorf. Dort organisieren sie regelmässig Austauschreisen mit grossen Events, um diese Freundschaft zu pflegen. In welchem Land liegt die Partnerstadt? A. Japan. B. Italien. C. Argentinien. Du lachst. Oh, warte schnell. Dein Sohnemann schaut hier hinten zu im Podcast und hat den Finger auf. Das Eis. Es wäre Japan. Würdest du mit deinem Sohn sagen, Japan? Natürlich. Du hast es gewusst? Ich weiss das, weil ich bei dir war. Du bist in Japan gewesen? Ja. Matsumoto? Ja. Ah, schau jetzt, sie sind recht partnerschaftsvoll. Das ist wieder eine weitere Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir haben zusammen, sind wir dort aktiv gewesen. Ja. Bruno, du, die sind beide in Japan gewesen? Ja, wir haben dort Skischule gehabt. Mhm. Auch? Ja. Ja, wir so eine, wo wir sind aktiv Skilehrer gewesen, ist da jedes Jahr so ein Austausch gewesen. Dass zwei gehen konnten und meistens sind zwei gekommen. Mhm. Und dann ist man auf das Tokio geflogen und nachher mit dem Zug auf das Matsumoto und nachher noch auf Norikura. Ja. Und dann war man dort zwei Monate in meiner Familie gewesen und hat dort gelebt. Und Ski-Lehrlet. Ja, das ist jetzt für dich natürlich ein Gratispunkt, dann gebe ich dir den. Ersten Punkt hast du, Marianne. Zweite Frage, ja gut, vielleicht ein bisschen einfach für dich, aber welchen speziellen Wanderweg in Grindelwald gibt es wirklich? Ist es der Melonenschnitzweg, der Äpfelküchliweg oder der Wurstweckenweg? Der Äpfelküchliweg. Der Äpfelküchliweg, das stimmt. Der zweite Punkt. Dritte Frage. Mein Druck steigt. Ich weiss nicht, ob sie zu einfach sind, aber jetzt die dritte Frage. Ihr solltet es auch wissen. Der Beat Bucher ist Gemeindepräsident von Grindelwald. Welcher Partei gehört er an? SVP, Mitte oder ist er parteilos? Das ist der dritte Punkt. Bruno, ja. 3 von 3. Schwierig zu toppen. Dum-dum-dum-dum. Frage für Bruno. Wann hat die Jungfraubahn ihr 100-jähriges Jubiläum gehabt? 2012, ja. 2014 oder 2017? 12. 12 stimmt, das ist der erste Punkt. Ich fahre mit dem Auto das Dorf drauf. Also ich komme von Interlaken. Einmal komme ich zu einem Kreisel, wo ich rechts runter zur Vollbahn komme. Ja. Mich interessiert aber die Garage auf der rechten Seite oben. Wie heisst die? Bore Garage. Wie? Bore Garage. Jetzt weiss ich nicht, wo ich der Ungländer bin. Ich habe gesehen, das ist die Roteneck Garage. Ja, von Familie Bore. Marianne, du bist Schiedsrichterin. Ja, gut, also, guter Punkt. Ja, weißt du, ich muss hier probieren, also, ja. Dass der natürlich wieder gewinnt. Und die letzte Frage für Bruno, du kannst ausgleichen zum 3:3. Wie lang muss ein Schweizer Alpkäse nach AOP-Richtlinie reifen, bevor er darf verkauft und gegessen werden? Ist das A, 1 Monat, sind es B, 4,5 Monate oder sind es C, 9 Monate? Okay, B. 4,5 Monate, ja. Das stimmt. 4,5 Monate muss der... Jetzt habe ich wirklich schweig. Jetzt hast du geraten. Jetzt habe ich wirklich schweig. Also ein Monat kann es ja nicht sein. Ja. Ja, eben, aber du hast es geschafft. 3:3. Jetzt kommen wir zur Stichfrage, wo wir wollen, eine Siegerin oder ein Sieger hier auf der Alp. Wie viele Restaurants gibt es in Grindelwald? Als Quelle habe ich die Gastronomie angeboten genommen, die auf der Website des Grindelwald Tourismus aufgeführt sind. Ich würde sagen, Bruno, du darfst anfangen mit einer Zahl. Wie viele Gastroangebote gibt es? Ich sage 38. Ich tue das hier aufschreiben. 38. Marianne, jetzt kannst du natürlich clever. Ja. 48. Es sind 44. Und somit gewinnt Marianne. Gratuliere. Wo ist das Diplom? Hier. Genau, Bruno, du darfst das Diplom hinterholen. Wir haben ein legendäres Diplom gemacht, mehr Wissen als der Tourismus Director Award heisst. Was ist
der kannst du hier aufhängen. Super. Genau, kannst du da ein Halbhütchen hängen? Er hat es nie geglaubt, dass ich ihn mag. Also, für Marianne, das ist mir natürlich. Das ist mir eine Ehre. Ja. Ich muss hier schnell aufhören, dass es alle sehen. Voilà. Sehr schön. Marianne, herzliche Gratulation. Es ist selten, dass jemand Bruno schlägt. Und du hast es geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich. Super. So, wir kommen ans Ende von diesem Dorfgespräch. Und da haben wir die Frage noch, jetzt ist der Mittag rum. Was ist bei dir noch auf dem Tagesprogramm heute? Wir gehen am Nachmittag noch an die Tagwanne. Das heisst, wir nehmen Stechschaufeln und Pickel und gehen Tischli ausgraben. Tischli ausgraben. Ist das etwas, was du gerne machst, oder ist das eher ein Müssen? Ja, es ist für mich ist dann für euch ein bisschen komisch, aber ich mache solche Arbeit noch recht gerne. Es ist, wir sind für uns, es ist still und es ist sehr gut. Kann ich die ausschreissen, weil es belastet mich jedes Mal, wenn ich neben ihnen vorbeigehe, weil es fest anfängt zu blühen und würde sich versamen. Und darum, das muss weg. Weg, Tisch du ausreissen. Bruno, was läuft bei dir noch am Nachmittag? Du fährst mit dem Velo wieder ab, schau, dass du nicht geschnurren gehst. Jetzt gehe ich mit dem Velo schauen, dass ich nicht normal. Und am Nachmittag geht es an den Flughafen. Genau. Ja. Also? Ja. So mir ist noch etwas gekommen. Ja, bitte. Spierstrauch hätte ich nehmen sollen. Spierstrauch. Das ist der Aspirin drin hat. Aspirin drin, Tee machen, wenn man Fieber hat. Ja. Den hättest du den müssen nehmen, letzte Woche. Ich hätte den nehmen sollen, ja. Ja. Aber jetzt bin ich gleich gesund geworden. Mit Tee trinken und schlafen und liegen. Und das ist die Hauptsache. Und das ist die Hauptsache. Marianne, ich danke ganz herzlich, dass wir bei dir hier in der Alp vorbeikommen. Bruno, auch dir, danke vielmals, bist du mit deinem Elektrobike hier einen Berg, einen Hang, einen Alp hergefahren. Merci vielmals euch zwei, eine gute Woche. Merci. Dorfgespräch Grindelwald. Geschichten aus den Schweizer Alpen.